Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Das ist ein Ort, wir... Ja? Könnte ich Sie wohl kurz sprechen? Na bestimmt. Verzeihung? Haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Ah ja, der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Seltsame Wesen, nicht wahr? Wussten Sie, dass Muggel sie Dodos nennen? So ein lustiger Name. Ich mache mir Sorgen um einen Albino-Deary Call namens Gwenyra. Sie ist hier eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Ich könnte sie behalten. Sie scheinen sich mehr für die Federn als für den Vogel zu interessieren. Aber sie wäre bei Ihnen sicherer als bei den Wilderern. Ganz genau. Sie würden ihre Federn ausrupfen und sie dann vermutlich töten. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Deary Calls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Warum sind Sie so auf Gwenyra fixiert, anstatt alle Deary Calls zu retten? Gwenyra ist ganz besonders. Ihr prächtiges Gefieder macht sie für Wilderer interessant. Sie werden sich alle Mühe geben. Die anderen Deary Calls scheinen den Wilderern ganz gut allein entkommen zu können. Können Sie mir sagen, wie der Deary Call-Bau aussieht? Er ist unten am Ufer, an einer überhängenden Klippe. Sie erkennen ihn leicht an all den Deary Calls, die sich dort tummeln. Ich halte nach einem großen weißen Deary Call Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Ich hoffe, Sie können sie retten. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Ich sollte wohl nach Gwenyra Ausschau halten. Offenbar bei Nacht. Dann machen wir das mal. Bei Nacht. Troll. Brauchen wir noch einen Troll? Nee, ne? Sumpf, na dann, warte. Sumpfies. Genug. Da brauche ich nur noch eine. Oh, cool. Berüchtigte Gegner brauche ich nur noch vier. Oh, Trolle brauche ich auch noch 15. Ach, scheiße. Dann machen wir den noch mal schnell, oder? Eindeutig besiegt. Wie nur drei. Drei Popel? Das ist alles? Mann, ey. Sicher noch mehr Rot. Das muss der Deary Call-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also, wo ist Gwenyra? Na, ja, schauen wir mal. Gwenyra, da bist du. Arresto, Moment. Hm.
Steck doch nicht so lange. Ich hab sie. Das muss ich Miss Moffat sagen. Ich hab kein Shiny. Halt mal wohl trotzdem, ne? Machen wir erstmal wieder Tag. Hallo, schon Glück mit Quinaira gehabt? Yep. Miss Moffat, ich habe Quinaira gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Ah, nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun, kann ich sie jetzt haben? Nö. Ich glaube... Bei mir ist sie besser aufgehoben. Aber es war meine Idee, sie zu retten. Ich habe mich doch in ihr wunderschönes Gefieder verliebt. Oh, was für eine Frechheit. Was soll ich jetzt tun? Ohne ihre Federn kann ich meine Kreation nicht vollenden. Das ist Federdiebstahl. Ich hoffe, sie hackt sich die Augen aus. So eine Freche, ey. Da wird so noch frech. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Ne? Hm. Revelium. Vier Fußabdrücke von einem Drachen oder sowas? Komm, trinken! Ist das ein... In der Tat! Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Hm. Haben Sie schon mal ein Grabhorn bezwungen? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig.
Professor Rackham stellte klar, dass sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf sie warten. Dankeschön. Ja, schnell reisen, oder? Hab da extra schon alles freigeschaltet. Okay, wir müssen gegen einen Feind. Ja, die Zunge da. Herausforderung abgeschlossen. Sehr gut. Und nur noch 4 berüchtigte Gegner, 14 Trolle und 10 Straßenköter. Dass ich die noch nicht fertig habe. Was hast du diesmal für mich auf Lager? That way. Oh. Bombarda. Revelio. Bombarda. Ach, da oben sind noch 2. Bombarda. So weit weg, der Junge. Da muss ich näher ran. So knifflig, Merlin. Mir hat nur ein bisschen gedauert. Aber war okay. Ja, hier muss es sein. Revelio. Wo steckst du? Nachtgewand für Träume. Oh. Nun, was es auch war, du bist der Hippogreif. Incendio. Hasenkötter. Du wirst sterben! Iona Morgan ging es blendend, bevor sie dich traf. Klassio! Vertrinkung! Oben fliegt er.
fliegen die eigentlich immer so nach oben? Erstmal gucken, ob wir hier mal looten können. Jetzt auf einmal wird mir die Höhle angezeigt. Vorher nicht, ja. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Cutscene. Ui. Komm zurück, Sepp. Na, hat alles geklappt? Oh, die spuckt jetzt sauer. In your face, Junge! Knien oder angreifen? Ich brauche deine Hilfe. Ja, vor allem brauche ich deine Schuppen oder Haare oder was auch immer du hast da. Das klappt. Hier ist. Sehr schön. Das freut mich. Ein Grafon right here. Wuhu! Grafon verfügt über einen mächtigen Sturmangriff, der Gegnern um bestimmten Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte LT gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Grafhorns, da sie beim Angriff verbraucht wird. Und ich habe jetzt nochmal 10 Tierwesen-Plätze freigeschaltet. Okay. Kann ich ihn nur mehrmals holen? Oder nur einmal? Ja! Durch so einen Turm durch? Mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Wo sind wir da, ja? Du bist das. Bam. Wir hatten diese Merlin-Frau, bis du gekommen bist. Ich verstehe nicht, warum der nicht denn nach oben lenkt. Überlebst du nicht, Montego!
Reveglio. Dann muss ich das nur noch irgendwo einlagern, mal, damit ich auch noch seine Haare kriege oder was auch immer der da von sich gibt. Wie wär's mit einem Rundflug? Ein Rundflug? Kann aber nicht fliegen. Zeit für einen Ausflug. Bist du ja. Mister, da ist die Rettung. Höfliche Kämpfe mochte ich noch. Überwendig. Bam. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Du hörst unser Pläne, dieser Frau gekreuzt, oder? Diese Merlin-Fanatiker. Misch dich nicht in die Angelegenheiten an. Dich töte ich doch. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Sind diese... NPC. Ich dachte, wäre auch wieder ein Gegner. Nee, das war ein Mieter. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Und so nuckelt. Sehr gut. Schöne Brett aufmachen hier. Sah ja mal gut aus. Ach nee, nur B drücken, ne? Okay, warte mal. Also, dadurch, dass wir jetzt das geöffnet haben, würde ich tatsächlich das erstmal zu mir bringen. Fett. Hier war. Hier habe ich glaube ich noch Platz. Hier haben wir den Phönix. Und die Nüffler. Ja, willst du buddeln?
ist doch mal was. Hier wird gerülpst, der Kleine. Horn eines Grafons. Hm. Drei Stück. Geil. Geil, geil, geil. Nein, hier ging es gar nicht raus. Da ging es raus. Ja, aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir die anderen ja auch nochmal gleich abgehen, ne? Und in den Testralen kann ich tatsächlich ein paar verkaufen. Wir können ja hier vier Arten können wir ja hier sammeln, ne? Wenn ich von jeder Art nur drei Stück brauche. Ich habe ich. So. Du musst immer noch nichts essen. So, wen kann ich jetzt hier noch sammeln? Ich kann ihn nur sammeln. Über einen Timer dran, über einen Timer, über einen Timer. Okay. Also ich glaube, ich werde mal ein paar einlagern. So. Testral, Brut, Brut. Testral. Ganz ruhig. Mit. Ich tue dir nichts. Ich nehme mit. Was haben wir denn hier an Einhörnern? Drei weibliche Einhörner. Würde ich erstmal so lassen. Wir bräuchten vielleicht noch mal eine Kröte und einen Wupper. Ne? Wir sollten dann essen. So, wer fehlt denn hier noch?
Du geht's noch? Brauchst du noch zu essen? Gut, machen wir erstmal an. Jetzt noch und war schön. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. So, ein Hütchen haben wir neu bekommen. Mit weniger Offensiv. Dann nehmen wir hier natürlich noch mal alles einmal mit. Ich kann man nicht mitnehmen, dich aber. Alle Raunen sind wir auch wieder voll. Stück. Okay. Haben wir die einzelnen. Ja, wir voll in Sachen. Das ist ja richtig tief drin, oder? Holy moly. Das ist jetzt, habe ich mir zwar. Ach Mensch, ey. Jetzt habe ich mir zwar das Horn geholt, ne? Aber was habe ich nicht gemacht? Meine Kleidung verbessert. So, machen wir das noch schnell. Bam. In 25 Minuten können wir ja wieder was holen, ne? Hole ich vielleicht nicht alle, sondern nur den Thron? Davon haben wir ja wirklich am wenigsten. Wo ist es?
Deswegen. Haben wir schon benutzt. Wir haben noch 25 Heiltränke. Dann auf zum Quest. Sandberg, was denn? Nee, Sandbergkars Prüfung. Da ist es. Das letzte Denkarium. Ich muss mir Professor Barkars Erinnerung anschauen. Mal sehen, was er mir zeigen will. Ja, warum ist die verrückt geworden, ne? Wahrscheinlich. Oder was haben sie mit ihr gemacht? Die scheint ja auch nicht mehr zu leben, oder? Man hat ja auch kaum Informationen über sie. Als wäre alles, was sie jemals erreicht hat, irgendwie weggelöscht worden, ne? Immer heller, ey. Vielleicht hatte also, ja. Professor Rackham ja recht damit, ihnen zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Aber kann eigentlich nicht jeder irgendwie neue Zauber erfinden? Revelio. Ist ja genauso wie mit Snape und Ifrin Sempra, oder wie der heißt, ne? Den er ja auch selber erfunden hat, den Zauber. Wo denn Harry den gegen Malfoy benutzt hat. Kann nicht jeder ein neuer Zauber erfinden? Theoretisch? Oh, das war's schon. Kein fetter Dungeon oder so? Revelio. Kein dicker fetter Dungeon, nix. Keine Steine, die ich umlegen muss. Keine Portale, durch die ich durch muss. Nix. Sampakas Erinnerungen. Seht ihr alle Denktarium Erinnerungen an. Neues Achievement. Dann sag ich mal ja, was ist denn jetzt mit ihr passiert? Der Isadora. Oder ist sie anders? Isabella? Schönen Namen vergessen. Hallo? Isadora? Isadora? Ja, bestimmt nicht nur den Schmerz rausgeholt, wa? Schon noch viel mehr. Mr. Morgana? Sam, gut, dass Sie da sind. Isadora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isadora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat.
Echt? Wir brauchen die anderen. Wo haben sie so weggesperrt? Nach Azkaban. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Gold, Silber. Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz, ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Alter. Das war mal ein schöner Bombarder. Passt auf, nicht die Ströme kreuzen. Aufpassen. Was immer ihr tut, kreuzt nicht die Ströme. Oh. What? Der hat die umgebracht? Holy shit. Sie lebt. Wie wäre am Leben? Der wäre unser Endboss oder so. Wenn nicht, ich hätte nicht gedacht, dass der sie umbringt. Okay. Einfach mal weggeheatet, ey. Wo ist ein Leben getilgt, ey? Tja, wer hat jetzt recht? Ihr recht oder er? Ja, du. Du. Bete mal, ja? Bete ruhig. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden Sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen,
könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Renrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Renrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Bändige den Lord der Küste. Achievement. Was habe ich da vorhin schon? Find aber auch den letzten Schlüssel nicht, ne? Also rein theoretisch müsste ich doch jetzt eigentlich schon überall reinkommen, oder nicht? Obwohl, warte mal, wir haben noch diese komischen Türen, ne? Die immer so nur halb aufgehen und dann wieder zugehen. Und mit denen eigentlich. Alohomora. Revelio. Unterrichtsstunde Alchemie. Alchemie ist ein arkanes Unterrichtsfach. Das ältere Schüler belegen können, wenn das Interesse einmal groß genug sein sollte. Es befasst sich mit den vier natürlichen Elementen und der Wissenschaft der Transmutation. Wir haben ja hier auch wirklich alles hingeklatscht, wa? Irgendwie groß, klein. Rebellion. Eigentlich auch keine Runde, wa? So gräbt denn hier jemand? Das ist noch was Gelbes.
doch irgendwie was Kleines Blaues. Weil ich glaube, Schlüssel waren irgendwie ganz klein und blau. Hab dich tanzen sehen. Die Geschichte, aber sonst wollen wir weiter nicht. Kann doch nicht sein, dass ich den letzten Schrank nicht finde mit dem Schlüssel. Revelio. Kann doch nicht sein, Leute. Wo ist denn der? Da ist noch was Gelbes. Hier ist immer noch die Truhe, ne? Wo zum Bums ist die? Irgendwie draußen, ne? Revelio. So, hier drüben haben wir noch so ein Säckchen, habe ich gerade gesehen. Wo waren das jetzt hier? Dann das Goldsäckchen. Ja. Könnte aber auch wieder ein Schloss sein, ne? Mal aufmachen. Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Revelio. Ah. Hier ist das Schloss. Wir wollen hier aufmachen. So geil mit diesem Mini-Quidditch-Spiel hier. Ich finde den so cool gemacht. Soll man das selber machen? Egal. Das Schloss ist auf jeden Fall da. Ich kann es auch anschießen und es reagiert auch drauf und alles. Revelio. Ich kann es nicht öffnen. Und irgendwo hier in der Wand ist ja dann auch die Truhe. Da unten. Da unten ist er. Incendio. Ich komme hier aber auch nicht rein. What the hell?
Gerade eben wollte aber nicht reinlaufen. Was für Schneck. Wir alle? Na, hier sind die Statuen. Kürbisröckchen. Nee. Der schöne Weihnachtsbaum. Rot bin ich. Größe? Den großen darf ich wohl nicht. Diese Stellen oben nicht an. Wo habe ich nochmal diese bockschwere Ding hingepackt? Hier oben war. Bin hier beim Phönix gelassen? Ja, ne? Ich habe den beim Phönix hingepackt. Von hier aus rausporten bestimmt. Also Hogsmeade, wer will denn da was von mir? Olivender. Ah ja. Weltkarte ist einmal Poppy wahrscheinlich, ne? Steht in den Sternen. Das, was mich mal interessieren würde, ob ich nochmal so ein zweites Ding mir krallen kann. Das würde mich mal interessieren. Falls ja, würde ich nämlich mir einen zweiten besorgen.
Revelio. Ist er wirklich hier, ne? Jetzt ist alles gut. Cool. Das wusste ich nicht. Habe ich einfach mal ausprobiert. Geil, oder? Zwei Männchen. Ein Kopf, ihr vertragt euch. Lief ganz gut. Hogsmeade etwa. Olivander, Weltkarte. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch schnell Poppy anfange oder Olivander anfange. Raum der Wünsche. Was muss ich denn hier nur machen? Züchte 10 einzigartige Tierwesen. 1 von 10. Okay. Königsstatue. Alte Magie 2 und alte Magie 3. Nö. Ihr sollt 15 Mal eine Ausrüstung verbessern. Ja, okay, aber dann machen wir gleich mal. Ihr habt da bestimmt noch irgendwas einstecken. Kann ja hier so Billigzeug verbessern, oder? Hab ich's? Nicht schon mehr als, oder soll ich wirklich von jedem Tierwesen immer einfischen? Weil bisher haben wir nur Testrale gemacht, ne? Wähle eine Art, hier aber Knoll. Da kann ich ja dann anscheinend nicht.
So, 2 von 10. Ah ja, okay. Muss man einfach nur anfangen. Das reicht schon. Okay. I don't know. Ja, den großen kann ich ja nicht machen. Da war jetzt bei Männchen. So, machen wir mal hier so einen Hypogreif. Schwänze? Nee, andersrum. Ich pass auf dich auf. Ich bitte noch männliches Eich. Einhorn, meine ich. Phönix haben wir nämlich auch nur einmal, ne? Das hat nicht funktioniert. Zwei Plattformen nur noch. Mann, ey. Und 6 alte Magiedinge. Dann kriege ich wieder einen neuen Balken. Der wäre allerdings auch nicht verkehrt. Der neue Balken. Richtung. Hallo. Und selbst ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Also weit immer hast du auch bald den Dani eingeholt, ne? Rebellion.
Venio. So, wir waren schon ganz gut dabei, muss ich sagen. Unter mir. Contrinco. Incendio. Irgendwo ein Eingang? Ja. Oh. Das wäre gelöst. Ja, was geklappt mit dem Runterfallen, ey. Kein Loot? Wir haben nicht mal was gedroppt? Frisch. Hier ist noch ein besonderer Gegner. So, nur du. Du hast wohl Harry Potter nicht gelesen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ausgerechnet hier? Revelio. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Und besonders schwer waren sie auch nicht. Was haben wir hier? Meine Geliebte, der Mond ist noch nicht voll, doch die Angst meiner Familie ist so groß, dass sie mich vorzeitig weggeschickt hat. Ich bin verängstigt. Als Wolf bin ich mächtig, aber solange der Mond noch nicht rund ist, bin ich nur ein Mensch. Nur Merlin weiß, welchen Bestien ich in meiner jetzigen Gestalt
begegnen werde. Es nützt nichts, darüber nachzudenken. Ich hoffe, ich überstehe diese Nacht und werde bald in deinen Armen liegen. William. Hat nicht geklappt. Warum auch immer, aber... hat nicht geklappt. Ist ein Höhleneingang. Der Grimm. Der weiße Wolf. Sonst wohin geflogen. Incendio. Da geht mal her hier. Legendary. Akio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Schauen wir mal, was da oben ist. Nix. Cool. Das war es mit dem berüchtigten Gegner. Aber da waren sogar zwei. War richtig nice. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Hier sind wir. Natürlich nicht. Revelio. Bin schon weg. Wo muss ich nicht hin? Lass mich doch mal landen, Junge. Lass mich landen. Gut, dann hier unten. Nein, ich bin nicht das. Es wird jetzt so schwer, mir einfach die Maske zu geben. Du zum Gähnen? Revelio.
Fokus der alten Magie 2. Mhm. Gerne hätte ich es ins Deckel eintopft. Revelio. Impulso. Ja, ich hab das Geld. Stupides Geld. Lass mich landen. Das ist müde aus. Danke. Protego. Für wirst du bezahlen. Rebellion. Zimtrinde. Es scheint, dass mindestens ein Kobold das Essen in diesem Lager ein wenig fade findet und Zimtrinde in den Eintopf gibt, um ihn aufzupeppen. Lumos. Ah ne, ich bin einfach so, wa? Was ist hier von? Moment. Das war wenig beeindruckend. Ja, kann man wieder drunter gucken, seht ihr? Kann man hier wieder runter? Ein Anhänger weniger, Renrock. Ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, nichts mehr mitnehmen. Noch mehr Schränke. Toll. Wollen wir mal rüberfliegen, wa? Dann geht's jetzt ab zu Ollivander. Wir brauchen einen ganz bestimmten Zauberstab. Nur nicht mehr eine hohe Idee, weil
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.